Dass ich hier nur verkacke. Ich hasse dieses Modul. Wer hat dieses Modul erfunden? Wyrilt. Was? Ich bin so scheiße? Hä? Stelle ich mich so dumm an oder was? Willkommen Leute zu einem neuen Video und heute zocken wir mal wieder eine Runde Jump League. Und ja, liebe Freunde, heute habe ich mal wieder ein Thema anzusprechen. Und zwar ist das Thema ein Thema, was ziemlich viele Leute aufregt, was vielleicht auch den einen oder anderen freuen wird. Es ist sehr zwiegespalten, könnte man eigentlich sagen. Aber trotzdem wollte ich es mal ansprechen. Worum geht's? Es geht um das 1.9er Update und dessen Release. Und ich habe jetzt hier vollkommen verkackt mit diesem Jump, obwohl das eigentlich mega easy war. Ja, es geht um das 1.9er Update, das jetzt nämlich feststeht. Also der Release steht fest. Und ich dachte mir, wir können uns heute einfach nochmal ein paar Minuten Zeit nehmen und etwas über das Update sprechen, was uns denn jetzt so in den nächsten Tagen erwarten wird, denn das Update steht wirklich förmlich vor der Tür. Ich würde sagen, bevor ich überhaupt sage, wann das Update rauskommt, denn das wird wirklich sehr, sehr flott der Fall sein, gehen wir ganz kurz mal ein paar Sachen durch. Was ist das Update oder was beinhaltet das Update eigentlich größtenteils? Natürlich, größtenteils beinhaltet das Update einfach ein großes Combat-Update, also ein großes Kampf-Update, was viele aufregt, was teilweise einige auch feiern. Das ist halt eine Sache, die halt jeder individuell irgendwie entscheiden muss, ob er das gut findet oder schlecht findet. Ich werde in diesem Video auch nur ein paar Sachen ansprechen. Das Video ist ja auch relativ spontan und dachte mir, ich könnte ja mal spontan drauf loslabern, was denn jetzt überhaupt so dazu kommt. Ja, offensichtlichste an dem Update ist natürlich das Kämpfen mit zwei Händen. Das ist eine Sache, die relativ viele abfuckt, die ein paar Leute auch freuen. Ja, ich denke mal, die 1.9 so richtig im Einsatz werden wir auf Servern erst eventuell, also auf große, also würde ich jetzt sagen, auf größeren Servern werden wir die 1.9 erst so richtig in vielleicht paar Wochen, beziehungsweise vielleicht sogar Monaten sehen. Das kann man, finde ich, jetzt noch nicht sagen. Das ist natürlich immer serverabhängig, wie weit der Server da schon ist, was die Plugins angeht. Und generell, einige Leute würden das, glaube ich, sogar feiern, dass die Server sich da Zeit lassen. Einige sagen, boah, nee, der Wechsel soll so schnell wie möglich kommen. Das ist natürlich so eine Sache, ob man sich auf das Update freut oder nicht. Ansonsten das Update, also generell die 1.9. So den ersten Einblick, finde ich, kann man ja schon in die 1.9 bekommen durch das Projekt Craft Attack. Das Projekt haben schon zahlreiche YouTuber mit der Minecraft-Version 1.9 gespielt. Kann ich nicht eigentlich so einen Trick-Jump machen, so? Jawohl! Nein! Oh Mann, ist ja scheiße, da ist so eine Treppe, deswegen kann ich da nicht richtig springen. Das Zwei-Hand-Update, also man kann ja jetzt in der linken Hand und in der rechten Hand etwas halten. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die jetzt nicht nur den PvP-Teil beeinflussen. Es gibt ja auch beispielsweise das End-Update. Dort gibt es ja jetzt Dungeons, dort wurde der Bosskampf überarbeitet. Und das ist eigentlich etwas, was ich relativ feiere. Ich bin auch gespannt. Vielleicht werde ich das auch mal spielen, also anspielen für mich privat oder vielleicht auch mal im Video. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht auf sowas Bock hättet oder nicht. Ja, und dann werde ich das eventuell auch einfach mal machen. Es gibt beispielsweise die Hydra-Flügel, heißen sie, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Das Hungersystem wurde etwas verändert. Ganz sicher sogar neue Blöcke. Was jetzt aber nicht so der grundlegende Faktor der Minecraft-Version 1.9 ist, ne? Ah, scheiße, ich schaff das nicht mehr. Warum schaffe ich den scheiß Jump nicht? Ist doch nicht zu fassen, ey. Dass ich hier nur verkacke. Ich hasse dieses Modul. Wer hat dieses Modul erfunden? Wyrilt. Was, ich bin so scheiße? Hä? Stelle ich mich so dumm an oder was? Oh. Ich. Ne? Puh, okay, endlich wollte ich gerade sagen und wieder runterfliegen. Das wäre natürlich sehr bitter gewesen. Was fällt mir gerade noch so ein? Es gibt noch jede Menge Sachen, die nur ich weiß gerade gar nicht, was noch so auf uns hinzukommen wird. Ich würde sagen, wir kommen einfach erstmal zum wesentlichen Teil. Und zwar, wann kommt das Update jetzt raus, verdammte Scheiße? Und
Ja, Leute, ich habe es auf Twitter gelesen. Der Release wurde, soweit ich weiß, verschoben. Und zwar wurde der Release auf den... auf den 29. Februar verschoben. Das heißt, wir haben heute für euch ausgesehen den 26. Also genau in 3 Tagen von heute aus gesehen. Und das ist nicht mehr lange, das ist nämlich der Montag. So gesehen weiß ich jetzt nicht, ob ich das so sagen darf, aber vielleicht, ne, der Montag ist ja nicht so der nette Tag, oder der Montag ist ja ein sehr verhasster Tag. Ob das Update jetzt auch so verhasst wird, das weiß man jetzt natürlich nicht. Aber das werden wir auf jeden Fall am Montag sehen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und kann auch noch sagen, also generell, es gibt ja auch noch sowas wie, hier, ein Boot-Update. Die Mechanik beim Paddeln hat sich da auch etwas verändert. Das ist auch recht interessant, wie das jetzt so im Multiplayer sein wird, wenn man da ein Boot benutzt. Das wird sehr interessant. Das Blocken wurde ja auch entfernt, genau. Es gibt da jetzt auch mittlerweile ein Schild. Also man kann ja jetzt nur noch mit dem Schild blocken, mit dem Schwert. Ich bin auch gespannt, wie das generell die PvP-Server und sowas, oder beispielsweise bei SG, was für einen Einfluss das haben wird. Ob das jetzt irgendwie einen negativen Einfluss haben wird oder ob das einen positiven Einfluss haben wird. Ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht einschätzen und bin da auch mal sehr gespannt drauf, was die Server sich einfallen lassen. Ebenso gibt es ja auch neue Pfeile. Keine Ahnung, ob die Server die neuen Pfeile benutzen werden. Ich meine, was gibt es da? Es gibt ja alle möglichen Effekte. Es gibt ja die Heilungseffekte, sag ich mal, die man auf den Pfeil packen kann. Man kann Gifteffekte auf den Pfeil packen. Es gibt ja auch sowas, so eine Art Markierungsbogen. Damit kann man halt, kann man das so sagen? Also es ist einfach schon fast, ist es schon Ende in 6 Sekunden. Ich equip mich mal schnell. So eine Art Markierungsbogen auf jeden Fall. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Womit man halt andere Spieler markieren kann. Und dann, kann man auf jeden Fall die Spieler durch Wände sehen. Dann haben die so eine Kontur um den Skin herum. Und das ist auch ganz interessant. Ja, und ich habe jetzt sogar die Möglichkeit, einen Goldapfel... Alter, yo. Ich habe sogar die Möglichkeit, einen Goldapfel hier bei Jump League zu machen. Da ich so viel Gold habe, wenn ich eine Workbench finde, dass auf jeden Fall ein Goldschwert drin... ein Goldschwert, sage ich schon. Ein Goldapfel drin wäre. So, und jetzt kann ich den vielleicht sogar noch runterdroppen. Was? Der hat mich aber ganz schön... Der eine schreibt schon Hex. Hä? Hat er Hex zu mir geschrieben? Nee. Ach ja, das. Ja doch, hat es zu mir geschrieben. Okay, bin mal gespannt, ob ich den jetzt bekommen kann. Ja, Leute, das wäre auch so das Update. Ich würde sagen, wenn das Update rauskommt, kann ich ja vielleicht mal so ein Einblicksvideo machen, so ein paar Sachen zeigen, die sich da verändert haben, so ein paar grundlegende Sachen. Wenn ihr wollt, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und dann werde ich mir die Minecraft-Version 1.9 auch mal genauer unter die Lupe nehmen. Okay, so, kann ich ihn jetzt hier irgendwie reindroppen? Oh shit, das war knapp. Ich würde gerne eine Workbench finden, dann hätte ich hier tatsächlich einen... Ah, Goldapfel in... Jump Leagues? Jump Leagues, Jump League, yo. In Jump League, das wäre ganz nice. Wow. Rambo, nicht mit mir. Das wird eine knappe Angelegenheit, glaube ich. Ist hier vielleicht irgendwo eine Workbench im Haus oder sowas? Ich weiß... Oh, nice. Jetzt haben wir einfach in Jump League einen Goldapfel. Hattet ihr das schon mal? Also ich denke mal, das ist... Ja, und nicht unbedingt was Spezielles, aber es ist jetzt auch nicht die... Meint das gerade ernst? Es ist jetzt auch nicht der Regelfall, dass man hier immer so einen Goldapfel bekommt. So... Hä, was war denn mit dem los? Der hat mich einfach gar nicht getroffen. So, zack, zack. Das nehmen wir uns auch schon mal Full Iron in der Tasche. Unten sehe ich noch den anderen Spieler. Und ja, wir haben jetzt 12 Herzen in Skywars. In Skywars. Warum sage ich die ganze Zeit Skywars? Diesmal ganz im Ernst. So. Okay, cool. Dann haben wir den auch getötet. Und er heißt einfach, Achtung, Olaf kommt. Olaf kommt. Olaf. Richtiger Olaf. Und jetzt rein damit, ihr Olaf. Und Olaf wurde gar nicht vom TNT getroffen. That's not good, my lovely Fritz. Okay, 7 Kills, einen Goldapfel in Jump League und auch nochmal die Runde gewonnen. Ja,
Gut, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich sagen, an dieser Stelle. Das war's auch dann vom Video. Ja, ein Goldapfel, ein bisschen 1.9 Talk und die Infos rausgedroppt. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns auch morgen wieder. Ciao!